So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic auf Coruscant. Wir sind immer noch Tarnis hinterher. Er ist hier. Wir sind jetzt im Justicar-Gebiet. Hier unten. Und hier gibt's neue Quests. Von Renalda Agarif. Entschuldigt. Gott, ihr seht nicht aus wie ein Justicar. Hoffe ich. Die Justikare sagen, sie beschützen uns vor der schwarzen Sonne. Dass sie besser sind als die Banden. Aber das sind sie nicht. Ich hasse sie. Okay. Ihr seid keiner von denen, oder? Ich will keinen Ärger haben. So wie Brayden. Sieht irgendwie gruselig aus. Ich finde irgendwie niedlich. Ich komme nicht von Coruscant. Ich gehöre keiner der Banden an. Bitte, könnt ihr mir helfen, Brayden zu retten? Er ist mein Bruder. Er ist erst 15, aber sie denken, er wäre älter. Sie sagen, großen sie Augen. Hätten ihn verpflichtet, weil er eins ihrer blöden Sperrstundengesetze gebrochen hätte. Also schließen sie ihn tagsüber ein und nachts zwingen sie ihn auf die schwarze Sonne zu schießen. Hä? Er wird sterben. Was, ein Spieler? Ich glaube. Dass diese Justikare den Frieden wahren wollen, ist ja schön und gut, aber geh mal weg. Es werden keine Kinder darunter leiden. Danke. Seid ihr wirklich ein Jedi? Man sagt, dass Jedi manchmal Kindern erscheinen, die Hilfe brauchen. Um zu Brayden zu gelangen, müsst ihr einen besonderen Gürtel haben, den sie alle tragen. Das ist der einzige Weg, um am Sicherheitsfeld vorbeizukommen, hinter dem Brayden ist. Bitte bringt ihn mir wieder zurück. Himmelberger, geh mal weg jetzt. Sag mal, mich verarschen? Ab. Ja, jetzt haut er ab, oder wie? Oh. Sack. Ganz ruhig. Okay. Was ist eigentlich los, ey? Alle rasten aus hier. Heldenmission. Ja, den nehmen wir auch mit, oder? Alles mit. Alles mitgenommen. Ein Jedi. Der Macht sei Dank. Ich hoffe, ich kann euch davon überzeugen, einem alten Mann zu helfen. Ich bin Loron Gontor, Präsident von Gontor Industries. Die besten Metallarbeiten auf ganz Coruscant. Aha. Vor der Plünderung jedenfalls. Sobald der Angriff begann, hatten wir keine Energie mehr und ich habe die Verbindung nach oben verloren. Hat ganz schön Schweiß gekostet, sich über Wasser zu halten. Aber es hat funktioniert, bis diese Justikare aufgetaucht sind. Sie haben mein Geschäft übernommen und mich auf die Straße gesetzt. Uncool. Das ist ja furchtbar. Es tut mir leid, dass ihr ihre Übergriffe erdulden musstet. Ich werde es überleben. Bei meiner Firma bin ich nicht ganz sicher. Aber das schaffe ich schon. Die Behörden helfen mir nicht. Sie wollen sich den Justikaren nicht in den Weg stellen. Außerdem gibt es angeblich keinen Beweis dafür, dass es mein Geschäft ist. Die meisten Unterlagen sind natürlich damals bei der Plünderung von Coruscant zerstört worden. Der einzige Beweis, der mir geblieben ist, ist die Besitzurkunde. Und die befindet sich in meinem alten Geschäft. Wenn ihr sie mir holt, kann ich den Senat zwingen, die Justikare rauszuwerfen. Eure Firma wird schon bald über den Berg sein. Das höre ich gerne. Bei Gontor Industries werdet ihr immer einen Freund haben. Hier ist meine persönliche Sicherheit. Sehr schön. Sie hat einen Zugangscode für meinen Safe. Sobald ihr dort seid, nehmt die Besitzurkunde an euch und verschwindet wieder. Okay. Machen wir. Oh, ist direkt hier vorne. Machen wir direkt, oder? Ja. War da unten eh falsch gewesen, der Weg. Hä? Das sind ja Gegner hier direkt. Mhm. Auf der anderen Seite waren auch Gegner. Hä, was mach ich denn da? Hä? Und das denn gerade? Na komm, mach. Okay. Wachen. Ach ja. Oh, hier ist auch noch eine Quest. Haus und Raid Gundon. Als Gruppe zu reisen ist schlau. Hier unten kann man nur mit genug Leuten überstehen. Agent Reed Gandon, strategischer Informationsdienst.
Habt ihr hier unten etwas Ungewöhnliches bemerkt? Etwa wie schnell die Justikare die Kontrolle übernommen haben? Waffen und Rüstung wachsen nicht am Boden. Er ist ja angekommen. Die Justikare haben einen Lieferanten und der ist nicht von der Republik. Könnt ihr mir folgen? Ja, irgendwie schon. Oh. Ihr verdächtigt die Justikare des illegalen Handels? Und Schlimmerem. Güter vom Schwarzmarkt sind eine Sache. Aber mit dem Imperium zu handeln, ist Verrat. Wer die Waffen hat, hat das Sagen. Der SID muss wissen, woher diese Ausrüstung kommt. Die Justikare kontrollieren ihren eigenen Raumhafen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Buch führen. Ich brauche jemanden, der dort eindringt und mir die Akten bringt. SID ist der Geheimdienst. Aha. Ich glaube, da kann ich helfen. Bringt mir diese Akten. Und passt auf, dass er nicht den Justikaren in die Arme lauft. Macht er so. Macht er so. Okay. Gut, dann machen wir erstmal Gontor Industries. Okay. Rein! Da, wieder taufrisch. Ach so, das reicht nicht. Okay. Das haben sie aber ein bisschen doof gemacht, dass man quasi gar keine Challenge mehr hat. Als Gruppe. Also als Gruppe schon gar nicht. Ja gut, das stimmt. Alleine wenn man nur die Story spielt, dann geht's. Das ist auch noch relativ schwer. Ja, da bin ich zum Teil auch schon ein paar Mal gescheitert. Also in der Gruppe, wenn man wirklich. Ja. Aber so in der Gruppe, wenn man wirklich alles mitnimmt, dann ist das alles gar kein Problem. Ist eigentlich easy peasy, ja. Aber ich spiele es trotzdem gerne. Ja, man will ja auch so die Story. Ich halt auch die Story jetzt. Was? Jetzt will ich gerade meine eigene Hilfe. Das ist, glaube ich, auch nur die Hauptstory. Also, je nachdem, wie wir uns entscheiden, weiterzuspielen, ist das dann danach auch wieder schwer. Ja, stimmt. Schauen wir mal. So schnell stirbt niemand. Zen. Ich kann Zen einsetzen. Oha. 10.000 EP. Schätzen wir ein bisschen da hoch. Boah, ich hasse das, dass ich wieder alles einzeln aufsammeln muss, wenn wir zusammenspielen. Aber nur, wenn wir zusammenspielen. Das verstehe ich auch nicht, warum das so kompliziert gemacht ist. Dass jeder sein Zeug einzeln aufheben muss, will ja Schwachsinn. Wieso hebt der da als erstes angeht, nicht alles für alle Gruppen wieder auf? Ja, dass sich das so aufteilt irgendwie oder so. Ja. Weil man sieht ja sogar die Gegenstände von dir. Also ich sehe deine Gegenstände, aber ich kann sie halt nicht aufnehmen. Auch, weil behindert. Und bekloppt ist es schon. Kann ich irgendwie. Aktiviere den Aufzug. Wie ging das nochmal? Warte mal, das ist irgendwo an der Seite, ist da was. Ja.
Oder so, oh. Was ich gerade quatsch dich oder so. Nee, das geht hier nicht. Nicht so wie in TTT letztens mit irgendwelchen. Weiß ich gar nicht mehr. Achso, doch. Das war sogar du. Doch, das. Oh nein, andere Seite. Oh, oh. Oh. Scheiße. Ah, es ist, komm ich denn hier? Nochmal an? Hoch. Ja, da ist das Teil. Ab, aber. So schnell stirbt niemand. Das klang echt schmerzhaft. Taloterix. Hat schon so einen komischen Namen. Ja, die Namen hier sind schon speziell, also. Zum Teil schon. Will ich wissen, wer die undankbare Aufgabe hatte und sich die ganzen Namen hierfür ausdenken musste. Mhm. Ja, da haben wir die Urkunde. Ja, was? Beurkundet. Aber da hab ich die jetzt auch, ja? Tschüss. Ja, haben wir, okay. Gut, dann können wir hier wieder raus. Geht hier nicht, ne? Und dann ist, glaube ich, gleich die nächste nebenan. Das ist durchaus möglich. Ich kann aber nicht so schnell hinterher, weil ich kein Jetpack habe. Jetzt nehme ich mir einen Anwalt, stelle den Senat bloß und Gontor Industries gehört wieder mir. Alles klar. Was soll ich denn nehmen? Bollwerk oder Züchtiger? Züchtiger ist Angriff. Gut, also das. Schaden. Und Bollwerk ist Tank. Der Tank. Aber das ist wahrscheinlich eh nur Züchter, der sich jetzt annimmt, doch. Wäre das was? Ach so. Ja, in der Tat. Ja, in der Tat. So schnell stirbt niemand. Okay. Ich freue mich schon auf Level 50, weil dann kann ich endlich meinen Kristall einsetzen, meinen Farbkristall für meinen Wert. Grün, das schwarz. Geht, glaube ich, auch vorher. Der schwarz-grün, ne, der ist ab Level 50, erklärt, oder? Warum sich die echt? Hier niedergelassen ja. Haben. Was? Das sieht man hier, wenn ich so drüber habe, erfordert Stufe 50. Das wusste ich gar nicht. Schwarz-grüner, fortschrittlicher, vernichtender Kristall. Da habe ich doch extra mal diese komischen Token oder was das war für gesammelt bei diesem Event. Ja, aber ich dachte, die höchsten sind ab 36. Ich. Das weiß ich nicht. Vielleicht war das mal so, ja. So. Ja. Alles verprügeln. Ja, und die Datenpakete sammeln. Achso. Also im Norden. Im Westen und im Süden, glaube ich, ne? Nee. Im Norden und im Westen. So, ja, ich sehe hier, warte mal. Da und ja, dort hinten auch. Hier war nix. Diese Richtung da. So, Nummer 1. Hast du es auch bekommen? Nein, ich war schade, zu weit weg. Du warst zu weit weg. Ich wollte schon mal zu den anderen gehen, aber bringt ja nichts, wenn wir zu weit auseinander sind, funktioniert das ja nicht, ne? Nö. Das ist natürlich gut, sind die wieder gespawnt. Also ja. Schade. Ja, spawnen die hier sehr schnell oder vor dir hat schon einer die weggemacht gehabt? Das kann sein. Hier ist nämlich alles tot auch hier in der Mitte. Hier bei dem anderen auch. Dann warte ich mal hier. Oh, hier ist gerade wer. Ach. Hm. Und darüber springen? Nee, ist zu weit. Na, geht bestimmt gleich wieder.
Okay. Ja, ich muss das alles selber machen. Hat nicht gezählt. Ach so. Ja, okay. Ja. Muss ich anscheinend alles selber machen, ja. Weil ich halt auch diese Dinger brauche. Da ist ja so ein Item dabei, das muss ich auch aufnehmen. Na gut. Hier los. Die wollten die gerade nichts von mir wissen? Bin ich total unhöflich. Hä, wieso bist du überhaupt noch da drüben? Ja, ich musste das doch auch kurz anwenden. Und dann sind die gespawnt, oder wie? Ja. Toll. Direkt hinter dir. Oh, die haben wir weg. Sind. Keine Sorge. Ah, die spawnen gerade alle wieder hier. Links kannst du auf jeden Fall durch. Da habe ich quasi sie weggemacht. Mhm. Okay. Linke Seite. Da liegt auch noch was. Dann können wir direkt weiterfahren. Mhm. Ist da jetzt ein Punkt noch auf der Karte? Ja, ist das, Bonus. Wo man die abgeben muss, oder? Ach so, ja, genau. Oder ist das? Ja. Besorgt ihr den Gürtel? Nee, das ist weiter unten. Okay. Komm. Achso. Ja. So, hier müssen wir uns den Gürtel besorgen. So, hier müssen wir jetzt die Leute verkloppen, ja? Mhm. Da, wieder taufrisch. Yay. Aha, ich hab einen. Ich hab auch mal einen. Sehr schön. Zerstöre den Feldgenerator. Was ist da drüben? Diagonal. Ah, okay. Hey. Ja, er macht die hier platt. Perfekt. Oder sie. Ich tu er sie es. Und hier Rehn. In die Sternenlicht. Türme. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Guckt, ob das besser ist. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Wo ist er denn hin? Hä? Ach, da unten rum. Okay. Das ist hoch hier. Wann siehst du das? Guck mal nach oben. Oh, okay. Hier rein. Ach, hier rein? So schnell stirbt niemand. Was ist das eigentlich, galaktisches Chaos, Teil 1? Das kommt immer wieder, wenn ich spiele. Ich hab keine Ahnung. Ist das irgendwie so eine Daily oder was? Ich glaube, das müssen wir mal irgendwie nachgoogeln oder so. Erfragen. Was machen wir dann nochmal? Wo steht denn Feldgenerator? Genau. Und wo ist der? Hä? Oh. Da drinnen wahrscheinlich. Der Seite wird schwächer. Ja, weil wir hier sind. Ja. Definitiv. Was ist das denn?
glaube, wir müssen den Aufzug benutzen, ja. Ebene 2. Ebene 2. Fahren wir jetzt hoch oder runter? In die Ebene 2. Die könnte oben und unten sein. Das ist richtig. Das hier für schlampige Sicherheitsvorkehrungen. Sollen wir uns mal was Vernünftiges entgegenstellen hier? Hallo? Deine Schwester schickt uns. Deine Schwester hat mich geschickt. Du bist frei. Hab ich doch schon gesagt. Aber sie ist ein kleines Mädchen. Wie konnte sie? Und wieso? Oh, jetzt werden sie mich umbringen. Schnell, könnt ihr das wieder einschalten, es wieder in Gang setzen oder sowas? Hä? Was? Das ergibt so keinen Sinn. Ich kann nicht flüchten. Solange die Justikare mich in ihren Akten haben, weil ich die Sperrstunde nicht beachtet habe, werden sie mich bloß wieder einfangen. Und wenn sie mich schnappen, nachdem ich mich unentschuldigt entfernt habe, werden sie mich foltern. Es sei denn, wenn ihr mir wirklich helfen wollt, löscht meine Akte aus ihren Computern. Ich verstecke mich irgendwo. Wenn sich die Lage beruhigt hat, werde ich Renny wiederfinden. Okay. Was auch noch? Ja komm, die Kids brauchen Hilfe. Kurz hier um die Ecke gehen, das hätte er auch alleine schaffen können. Gut. Theoretisch ja. Dann würde ich sagen, gehen wir noch ab. Und dann, ja. Dann begeben wir uns danach zur Story, würde ich sagen. Das ist dann kompakter. Genau. Wenn wir uns beim nächsten Mal nur auf die Story konzentrieren. Machen wir das so. So, da sind wir bei Reed wieder zurück. Die Akten vom Raumhafen der Justikare. Das sollte alles sein, was ihr braucht. Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Diese Akten werden beweisen, dass die Justikare fremde Ausrüstung bekommen. Ich werde sie dem Hauptquartier übermitteln. Daran werden sie eine Weile zu knabbern haben. Vielen Dank. Gerne doch. Ja. Dann zu die Kines. Nee, warte mal, zu dem müssen wir ja gar nicht. Achso. Nee, das hatten wir schon automatisch abgegeben. Genau. Dein Bruder ist frei. Er sagt, er wird dich finden, sobald es sicher ist. Wirklich? Die Justikare haben gesagt, er wäre getötet worden. Aber er lebt? Echt? Danke, danke! Ihr seid meine zweitliebste Person auf der ganzen Welt. Oh, wer von uns beiden? Wir sind eine Person. Na, offensichtlich. Toll, ich krieg genau das gleiche Ohrstück, Implantat, was ich bereits habe. Ah, man kann ja zwei haben. Weiter sag ich noch nicht. Perfekt. So. Reicht wieder für gute Taten für heute? Na gut. Beim nächsten Mal schnappen wir uns dann aber Tannen. Harnis. Sag ich mal Tanneris. Ich hab keine Ahnung. Das ist so klein zu lesen. Ja, ist schon ein bisschen klein. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss.